Hallo zusammen, heute möchte ich euch an meinem Rasen teilhaben. Guckt ihn mal an. Rasen wie Teppich. Was müsst ihr machen, um so einen Rasen zu bekommen? Dieser Rasen ist jetzt circa 6 Jahre alt. Schaut aus, saftig, grün, dicht, dick, gesund. Zum Vergleich mal ein kurzer Blick zum Nachbarn. Gut, hat jetzt vertikutiert vor einer Woche, aber natürlich kein Vergleich. Schaut euch das Ganze an. Also, was müsst ihr tun? Als erstes richtig vertikutieren. Das erste Mal müsst ihr kreuz und quer vertikutieren. Einmal in die Länge, einmal in die Breite. Danach schaut euer Rasen aus wie ein Acker. Das Ganze dürft ihr bitte erst machen, nachdem der letzte Bodenfrost im Jahr war. Ich empfehle euch nicht vor Mitte April. Guckt in die Wetterdatenbank für euren Ort, dann findet ihr das Ganze raus. Wenn ihr das Ganze durchgeführt habt, nehmt ihr einen Rasensamen von GF-Gras. Ich werde das in der Beschreibung verlinken, habe ich bei Amazon gekauft. Dort habe ich für, das dürften ca. 200 Quadratmeter sein, habe ich einen 5 Kilo Sack genommen, und zwar die Sorte Sungrass. Ein extrem hitzeresistenter Rasen mit Wurzeln von bis zu 30 cm. Ich habe das Ganze aber gemischt, nämlich noch mit der Sorte Sport- und Spielrasen, ebenfalls von GF Grass, auch bei Amazon. Das Ganze sät ihr aus. Das macht ihr bitte nicht mit der Hand, sondern mit einem Gerät, das es euch ermöglicht, den Samen gleichmäßig auszutragen. Werde ich ebenfalls in der Beschreibung verlinken. Was müsst ihr danach tun? Hinterher nehmt ihr auf einen Liter Erde einen halben Liter Sand. Das Ganze vermischt ihr und bringt es flächendeckend aus, sodass der Rasensamen leicht mit Erde bedeckt ist. Danach müsst ihr sicherstellen, dass der Rasen mindestens 1 bis 2 Wochen, je nach Temperatur, Wetterlage, allgemeiner Geografie des Gartens, nicht austrocknet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe dafür eine Gardena Bewässerungsanlage, das habe ich eingestellt auf 3-mal am Tag, jeweils 10 Minuten. Das habe ich aber nur, wenn der Rasen komplett neu ausgebracht wird. Hinterher, wenn der Rasen mal so ausschaut, wie das jetzt ist, reicht das, wenn ihr maximal 2-mal in der Woche intensiv für 20 Minuten wässert. Auch wenn oberflächlich die Erde abgetrocknet ist, es reicht vollkommen aus, macht notfalls eine kurze Spatenprobe, wie feucht die Erde ist, nicht zu viel wässern. So, ihr habt also jetzt den Rasen, ihr habt vertikutiert, ihr habt den Rasensamen ausgebracht, ihr habt ihn mit Erde, mit Sand bedeckt. Wenn der Rasen ca. 14 Tage alt ist, nehmt ihr Wolf Flüssigdünger, und zwar den Langzeitdünger, verlinke ich ebenfalls. Das Ganze bringt ihr aus mit einem Mischgerät von Birchmeier. Ich zeige euch das mal, welches ich habe. Das ist der Aquamix 1,25V und ich habe das eingestellt auf 2,0. Jetzt mache ich das Ganze so, dass ich den Wolf Flüssigdünger ausbringe. Nach einer Woche bringe ich Flüssigblaukorn aus. Flüssigblaukorndünger ist ebenfalls nochmal intensiv. Danach schießt euer Rasen exorbitant in die Höhe. Das Ganze lässt nach 3 bis 4 Wochen nach. Bitte achtet darauf, wenn ihr den Rasen mäht, dass ihr nicht mehr als 1/3 der Gesamtlänge auf einmal abnehmt. Wächst euer Rasen so schnell wie erwartet, müsst ihr 2-mal drüber gehen. Das ist so, es tut eurem Rasen gut. Was habe ich für einen Rasenmäher? Ich habe einen Bosch Rotac Rasenmäher, nichts Besonderes, starkes Gerät, und vor allem dort bitte darauf achten, dass die Messer scharf sind. Ich gucke so alle 4-5 Wochen mal nach dem Messer. Ich habe mir für 2 € bei Amazon so ein Schleifgerät-Teil da bestellt. Das ist echt Gold wert. Insofern wichtig, wichtig, wichtig. Was müsst ihr noch beachten? In der Hitze bitte nicht bewässern. Bewässert abends, wenn die Sonne wieder einigermaßen weg ist, oder morgens. Ich persönlich mache es abends, weil ich mir davon verspreche, dass der Rasen über Nacht Zeit hat, sich das Wasser reinzuziehen. Wenn ihr es morgen macht, habt ihr immer noch die Gefahr, dass die Sonne durch die Reflexion, die innerhalb der Wassertropfen entsteht, den Rasen verbrennt. So.
Jetzt habt ihr den Rasen initial einmal angelegt und er wird sensationell geil ausschauen. Jetzt ist es aber so, dass leider im Herbst und im Winter einiges abstirbt. Geht deshalb im Herbst her. Ich mache das in der Regel spätestens Anfang Oktober und nicht nach Mitte Oktober. Dann ist es zu kalt. Und vertikutiert noch einmal. Nicht so radikal, nicht tief reingehen. Einfach nur, dass der abgestorbene Rasen erwischt wird. Nehmt ihn ordentlich ab. Ich nehme dafür keinen Rechen, sondern einen Straßenbesen. Ist echt mühsam, aber schaut euch den Rasen an. Es lohnt sich. Danach bringe ich nochmal Rasensamen aus, gucke, dass er bewässert wird. Ich achte aber natürlich darauf, dass 14 Tage nach dem Rasensamen ausbringen kein Frost entsteht. So, jetzt haben wir natürlich die kalte Jahreszeit. Im Februar, März, wenn der Rasen langsam wieder sichtbar wird, der Schnee oder nachlässt oder das Wetter wieder besser wird, schaut der Rasen nicht wirklich schön aus. Deswegen Anfang, Mitte März, da kann es ruhig noch mal kalt sein, leicht, aber wirklich leicht vertikutieren, danach Rasensamen rausschmeißen und ihr werdet sehen, dass einiges an oberflächlicher Struktur, also Erde, offen bleibt. Was macht ihr? Ihr bringt den Rasensamen nicht einfach so aus, sondern ihr nehmt einen Eimer, 1 Liter Erde, 1/2 Liter Sand und mischt den Rasensamen direkt darunter. Kauft euch kein Fertig-Nachsaat-Mischzeug. Das ist Quatsch. Das könnt ihr wirklich selber machen. Das ist rausgeschmissenes Geld, wenn ihr so Nachsaatgut kauft. Mischt euch Erde mit Sand und Rasensamen an. Bringt das aus. Guckt, dass es nicht austrocknet die ersten 2 Wochen. Und ihr habt hinterher einen Rasen, der ausschaut wie ein Golfplatz. Das hier sind jetzt Blüten vom Pflaumenbaum. Schaut euch das Ganze an. Ich sehe gerade, ich muss mein Messer schärfen. Woran erkennt man, dass das Messer geschärft werden muss? Schaut euch beispielsweise mal dieses Grashalm an. Das ist jetzt oben ausgefranst. Das heißt, das Messer hat nicht sauber abgeschnitten. Was passiert? Durch die Sonne wird das Ganze ausgetrocknet und dieser Grashalm hier wird absterben. Jetzt geht es mir nicht um den einzelnen Grashalm. Wenn das auf der gesamten Rasenfläche entsteht, tja, könnt ihr euch ausmalen, wie es hinterher ausschaut. Jungs, Mädels, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Rasen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Achtet auf regelmäßige Bewässerung. Nicht zu viel, lieber ein bisschen zu wenig. Das ist die Natur, achtet mal ein bisschen drauf. Die städtischen Grünflächen sind auch grün, ohne dass sie bewässert werden. Insofern lieber ein bisschen weniger oder lieber ein bisschen seltener, dafür intensiv, so wie es die Natur auch tut, und nicht jeden Tag hier Millionen von Liter rausblasen. Das ist wirklich nicht nötig. Ich wünsche euch viel Spaß in der Saison und haltet die Ohren steif. Ciao.